Hallo Jönnisschen, willkommen zur letzten regelmäßigen Folge Fußballmanager 20 mit Werder Bremen für diese Saison. Danach kommt noch so ein kleines Spezialvideo, wo wir diese Saison nochmal ein bisschen aufarbeiten und ein paar Statistiken auch so angucken. Deswegen ziehen wir heute wirklich alles durch und werden schauen, wie weit es in der Europa League für uns geht, ob wir den Titel holen können. Und ob wir Platz 3 in der Bundesliga verteidigen können. Darum geht es heute. Wir nehmen alle Spiele mit. Ajax zweimal natürlich das Halbfinale. Heim gegen Nürnberg, auswärts in Hoffenheim, heim gegen Frankfurt sind die drei Bundesligaspiele. Dann würde ich mal sagen, starten wir die Folge direkt mit dem Auswärtsspiel in Amsterdam. Das wird schon mal direkt interessant und ich hoffe, dass wir auch ein paar Auswärtstore schießen. Ende der Leihe von Philipp Weiser. Das macht den Verantwortlichen dort auch nichts. Sie sind an keiner weiteren Verpflichtung interessiert. Damit kehrt Weiser zu uns zurück. Also, okay. Haben wir noch weitere Leihen oder war er der einzige? Scheinbar war er der einzige. Pavlenka fast Spieler des Monats geworden. Ziemlich krass für den Keeper. Ja, Lizenzverfahren ist, denke ich, recht einfach. Wir haben 96 Millionen auf dem Konto. Dort sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Und wir waren noch beim Renovieren der einzelnen Gebäude hier. Fanartikel verkauft, wir renovieren die jetzt einfach nur. Alles auszubauen ist, denke ich mal, auch relativ übertrieben. Also ein bisschen Renovierungsarbeiten, dass wir unsere komplette Infrastruktur hier nicht schrotten. Wir sind fast 100 besser als Ajax Amsterdam. Da müssen wir uns doch einfach nur durchsetzen. Fünger kommt für Albrecht. Veljkovic auf die Bank für Friedl, auch wenn er es echt gut gemacht hat. Moukoko auf eine starke 85. Die Frische ist nicht unbedingt so stark bei ihm. Aber ich möchte ihn dabei haben von Anfang an. Auswärts in Ajax, wir brauchen, oder in Amsterdam, wir brauchen Tore heute. Wir brauchen einfach mal Tore, damit es wieder nicht so knapp wird wie beim letzten Mal. Bisher sammeln wir aber mehr die gelben Karten im Mittelfeld. Also bringen wir, ja, jetzt habe ich komplett Mist gebaut. Bringen wir Tyler Adams zumindest mal. Fünger hat ja wenigstens die Frische, von daher spielt er durch. Tyler Adams ist auch super in Form. Das darf man auch nicht vergessen. Moukoko gebe ich noch ein paar Minuten, danach muss jemand anderes kommen, in Person von Arp. Dann geht's mal weiter. Ich hoffe, dass wir noch irgendwie Tore schießen oder dass Upamecano sich keine gelb-rote Karte holt. Und Haaland haben wir dabei, ja, dann bringen wir jetzt Haaland für Moukoko und der Rest da hinten, das ist egal, das muss offen bleiben da. Ich hoffe, dass wir jetzt vorne irgendwas entfesseln können. Eggestein nochmal für Gottschling. Zumindest so ein 1-0 eventuell für uns wäre wichtig. Und Eggestein liefert das 1-0. Das ist super wichtig. Wir haben hinten das Risiko, sind wir eingegangen. Aber vorne das eine Tor, das ist wichtig. Das sind einerseits der Sieg natürlich. Aber es ist auch dieses eine wichtige Auswärtstor zumindest, was sich am Ende noch mega lohnen kann. Wenn wir dann meinetwegen 2-1 oder so verlieren. Nee, ach keine Ahnung. So, hier haben wir die Meisterprognose 7-1 gegen Nürnberg, ist ja sehr zurückhaltend. Dann ein 1-1 in Hoffenheim und 2-1 gegen Frankfurt. Also wir werden hier auch von der Prognose als Dritter gesehen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir das Ganze auch umsetzen können. Heimspiel gegen Nürnberg, die sind wirklich überhaupt nicht stark. Wir treten aber trotzdem mit unserer ersten Mannschaft an, damit wir da nochmal maximale Form mitnehmen können. Wenn es dann doch für jemanden mit der Frische nicht reicht, werde ich da natürlich was tun. Moukoko sammelt Tore für die Torschützenliste, auch das ist wichtig für ihn. 1-1 zur Halbzeit gegen Nürnberg ist natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Soares muss runter, dafür bringen wir Tyler Adams. Dann vorne Eggestein wäre schlecht, Bittencourt für Gottschling. Haben wir sonst noch Probleme mit der Frische? Moukoko, dafür bringen wir Haaland. Und dann schauen wir mal, dass wir Nürnberg hier zumindest, ja, vielleicht noch 7-1 weghauen, wie das die Prognose gesagt hatte. Aber zumindest 1-1 steht es gerade. Haaland nochmal mit dem Tor. Gut, die Tordifferenz brauchen wir am Ende nicht unbedingt, aber die 3 Punkte würde ich gerne mitnehmen. Und so schaut es auch aus. Ja, 2-1 Sieg gegen Nürnberg. Ganz knapp daneben, neben den 7-1, die prognostiziert wurden. Ja, gut, so ist das halt nun mal eben. Aber jetzt kommt das wirklich wichtige Spiel gleich gegen Ajax Amsterdam. Ich bin hier noch fleißig am Renovieren, wie ihr seht. Da müssen wir auch erstmal alles nochmal. Ja, wieder auf einen guten Stand bringen. Upamecano, gelb-rot gesperrt, das war ja im Vorhinein schon klar. Veljkovic bringen wir dafür. Und wir müssen auch Friedl bringen, denn Kempf ist von der Ausdauer überhaupt nicht mehr dabei.
Soares ist kritisch, aber den werden wir so spielen lassen. Und dann würde ich gerne noch wieder abbringen für Haaland, wobei Haaland super in Form ist, Moukoko auch. Na, dann vielleicht doch nicht. Wobei für Kem, nee. Verzichten wir drauf, ist ein super wichtiges Spiel jetzt hier gegen Ajax Amsterdam, Halbfinale der Europa League. Ja, ihr werdet heute Geschichte schreiben. Nein, wir schaffen die nächste Runde, wir wollen ja nicht zu groß greifen. Veljkovic Eigentor, aber Koopmeiners zumindest mit dem Ausgleich. Wir haben ja gewonnen 1-0. Aber 2-1 zu verlieren wäre jetzt nicht so das, was ich will. Pavlenka auch nicht in Form. Uns reicht ein Unentschieden, das ist unser Vorteil. Uns reicht einfach ein Unentschieden. Jojo Eggestein für Gottschling, der war nicht sonderlich gut. Dann haben wir Moukoko noch vorne drin. Wir haben noch Optionen, auf jeden Fall. Aber wir brauchen ein Tor. Ich hole mal die Brandrede raus, in der Hoffnung, dass das noch was bringt. Ja, die Moral sieht super aus bei der Truppe. Dann brauchen wir jetzt aber die Tore. Veljkovic mit dem Ausgleich macht es wieder gut. Koopmeiners mit dem Tor, Moukoko mit dem Tor, 4-2. Ja, das sieht zumindest gerade noch gut aus. Dann Haaland für Moukoko, die letzten Minuten jetzt. 4 zu 3, wir müssen es jetzt irgendwie über die Zeit bringen. 75., 80., 4-4 reicht auch, aber Haaland schießt das 5 zu 3 und schießt uns damit ins Europa League-Finale. Das war am Ende knapp. Also da hatten beide Vereine auf jeden Fall Bock, Tore zu schießen. Ja, und damit sind wir im Finale der Europa League. Wir schauen uns gleich mal an, gegen wen und auch wie viel Geld das Ganze hier bringt. Und dann geht es direkt weiter mit der Bundesliga hier. Da gibt es nicht viel Zeit, sich über den Triumph gegen Ajax zu freuen. So, Marktpool-Zahlungen hatten wir doch irgendwo hier. Da haben wir ja 2 Millionen. Die Europa League bringt halt nicht so viel. Und es geht gegen Lyon. Schalke hat sich nicht durchsetzen können. Also gegen Olympique Lyon im Finale am 21.05. Das ist ja direkt nach dem Frankfurt-Spiel. Da müssen wir aufpassen. Also wäre es ganz schön, wenn wir hier in Hoffenheim schon mehr oder weniger alles klar machen in der Bundesliga. Schauen uns gleich nochmal die Tabelle an, ob wir das überhaupt können. Also wirklich können wir das nicht. Selbst mit einem Sieg machen wir da eigentlich noch gar nichts klar. Ja, von daher wird das eventuell so ein Ausdauerproblem. Aber klar, die Europa League ist eigentlich wichtiger als die Bundesliga. Wobei, wenn wir die Chance haben, uns für die Champions League über die Bundesliga zu qualifizieren, da haben wir auf jeden Fall leichtere Gegner. Ja, das ist natürlich jetzt eine belastende Situation, aber wir gewinnen jetzt erstmal das Spiel hier gegen Hoffenheim mit vollem Einsatz, denn das zumindest können wir uns erlauben. Bittencourt hat sich nochmal verletzt, Upamecano kehrt zurück, das ist auch wichtig. Dann bringen wir Albrecht ab, soll mal die Chance bekommen, zumindest für Haaland auf die Bank zu gehen. Ja, doch, für Moukoko, komplett für Moukoko. Dann kann der sich da nochmal ausruhen. Und wir gehen rein in die Partie in Hoffenheim. Wir müssen das Ding einfach nur irgendwie gewinnen. Ich sag einfach mal, die schießen wir aus dem Stadion. Einfach um sie zusätzlich noch zu motivieren irgendwie. 2 Tore oder 4 Tore Vorsprung brauchen wir. Sammeln aber erstmal wieder nur gelbe Karten. Aber Arp auch mit dem Führungstreffer. Von daher richtige Entscheidung, Arp zu bringen. Dann schauen wir mal die Frische von Soares an. Ja, ich wollte Upamecano noch bringen, aber gut, dann haben wir jetzt auf Friedel gesetzt. Wir haben Soares, da bringen wir Tyler Adams auf rechts, das ist auch gut. Arnold kriegt die Chance für Fünger, dass der sich nicht noch gelb-rot holt. Und Albrecht für Koopmeiners, das sehe ich nicht. Also einfach so. Konzentriert euch. Dann haben wir einen frischen Upamecano zumindest für die wichtigsten Spiele. Rodrigo 2-0. Das ist auch gutes Ergebnis. So, dann Eggestein muss raus. Da bringen wir Albrecht, dass wir da noch irgendwie die Frische haben. Veljkovic verzichten wir dann drauf in den nächsten Spielen. Dafür kommt Upamecano. 3 zu 0 durch Arp. Von daher, Fiete Arp hat hier alles richtig gemacht im Sturm. 3 zu 0 in Hoffenheim ist ein gutes und wichtiges Ergebnis. Ja, Bayern ist Meister, aber gut. Darum geht es uns im Grunde ja auch nicht mehr. Das letzte Bundesligaspiel der Saison. Wir bringen Friedel und Dadone auf den Außenverteidigerpositionen, weil wir einfach die Frische sparen müssen. Koopmeiners, dafür kommt Tyler Adams. Die teilen sich das so ein bisschen auf, werden dann noch im Finale ausgetauscht. Bittencourt für Rodrigo. Ich möchte dann auch gar nicht so viel wechseln. Ja, Bittencourt ist ja verletzt. Mist, aber auch, ja, dann, keine Ahnung, wen bringen wir denn da?
haben wir ja fast keine Option. Ja, wir müssen das Bundesligaspiel schon gewinnen. Ja, dann gehen wir trotzdem so rein und schauen dann, was wir zum Europa League-Finale tun können. Unsere geile Serie lassen wir uns von denen nicht kaputt machen. Also rein gegen Eintracht Frankfurt. 20 Minuten sind rum, nichts passiert. Erste Halbzeit an sich. Ja, Hinteregger mit dem 1:0. Wir waren so gut hier von der Moral aufgestellt. Ich bringe jetzt einfach Koop Meiners, weil er so Bock hat. Und ja, Linksverteidiger können wir nicht mehr viel machen. Doch Tyler Adams dorthin. Jojo Eggestein für Gottschling, wir versuchen es jetzt einfach. Und auch Moukoko mit einer 85. Der wird die da jetzt richtig vernichten, hoffentlich. Jetzt schlägt unsere große Stunde. Die letzte Halbzeit der Saison. Nochmal alles raus und gegen Eintracht Frankfurt. Wir brauchen den Sieg hier, um was auszurichten und unseren dritten Platz zu verteidigen. Es reicht aber nur für ein Unentschieden durch Veljkovic. Rodrigo hier mit der Vorlage, wahrscheinlich eine Ecke. Schauen wir mal, wofür das dann in der Liga gereicht hat. Es ist der dritte Platz noch vor Leverkusen. Damit haben wir uns hier festgesetzt in der Champions League, nicht stottern. Ja, was ein gutes Ergebnis am Ende noch. Das war echt noch ziemlich eng hier mit Leverkusen, die ja noch vor uns waren. Noch vor wenigen Spieltagen und dann haben wir uns nochmal so zurückgekämpft. Ja, und auch Dortmund war da noch sehr nah dran, aber nur die Europa League für Dortmund. Und wenn wir beim Stichwort Europa League sind, geht's direkt jetzt ins Finale. Nur wenige Tage zum Ausruhen, das ist jetzt natürlich für die Frische alles andere als gut. Da hätte man auch ruhig uns noch eine Woche mehr geben können. Aber so ist es nun mal eben. Mannschaft des Jahres ist Arnold drin, klar, warum auch nicht? Also der war auf jeden Fall der auffälligste von allen, auch wenn ich es ihm gönne. Dann schauen wir mal, wie das aussieht. Aktuell wird die Frische natürlich am Boden sein. Ja, wobei, ja, es geht sogar bei Rodrigo eine 78, aber sonst alles über 80. Wir haben jetzt noch wenige Tage, damit die alle fit werden. Und dann, nein, jetzt, das ist doch wieder Betrug. Pavlenka und Upamecano sind verletzt. Das ist nicht euer Ernst. Wie lange? 3 Tage. Und Pavlenka? 6 Wochen. Das ist nicht euer Ernst. EA Sports, kann ich irgendwo, keine Ahnung, FIFA Points kaufen oder so, damit die Verletzungen weggehen? Ist das euer neues Konzept? Keine Ahnung, was das jetzt soll. Pavlenka verletzt. Gut, wir haben Nick Pope. Das ist kein komplett schlimmes. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist komplett belastend. Capino nochmal auf die Bank mit der 39 Fitness. Da ist ja jede Omi schneller. Upamecano 21. Er wird genau fit, aber die Frische regeneriert sich natürlich nicht. Auch die Form, ob die dann so hoch sein wird. Wir werden auf Kempf bauen, Leute. Wir werden auf Kempf bauen. Dann müssen wir natürlich Itam nehmen. Und Cedric Soares für Friedel. Friedel hat ja einen ziemlichen Einsatz in den letzten Spielen gehabt, trotzdem eine 88er Frische. Wir bringen ihn für Arnold. Koop Meiners natürlich den Platz von Tyler Adams. Und dann muss auch Moukoko in den Sturm. Ja, das wird ein ziemlich schweres Endspiel in der Europa League. Ja, wie es hier eingeblendet wird, das Endspiel, das Finale der Europa League steht nun heute an. Weiter Weg, den wir gegangen sind, mal wieder gute 50 Folgen und ein Europa League-Finale könnte einem aus dem letzten Jahr ja, bekannt vorkommen. Dezent vielleicht, aber ja, diesmal wird es auf jeden Fall weitergehen. Heißt aber nicht, dass wir den Titel nicht auch genauso wollen wie auch im letzten Jahr. Dort hat es in der letzten Folge mit Ach und Krach geklappt. Diesmal wird es wieder mal, ich möchte fast sagen, künstlich eng gemacht. Wir können nicht auf Pavlenka zurückgreifen, der ist verletzt, aber zumindest Upamecano ist fit. Aber ob er frisch ist, ist die Frage. Eine 83 ist halt nicht sein Ernst. Klar, er konnte sich jetzt nicht regenerieren durch die Verletzung. Das ist natürlich nicht gut. Moukoko mit der 89, sonst passt das von der Frische. Veljkovic muss dadurch jetzt ran. Friedel wäre aber auch nicht viel besser. Arp, Albrecht, Gottschling als Offensive. Das wird dann zumindest von der Bank nochmal ein bisschen was freisetzen können. 888 gegen 896. Einen leichten Vorteil bringen wir mit. Sind besser in Form. Und ich sage euch, heute werdet ihr Geschichte schreiben. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Rasend schnell muss reichen. 10 Minuten sind rum vom Finale.
Jetzt sind es gleich 20. Bisher sieht es ein bisschen besser aus für uns vielleicht. Keine Ahnung. Doch, sieht es aus. Koopmann ist mit der Führung. Darauf können wir uns jetzt zumindest mal ein bisschen verlassen. Rodrigo mit der Vorlage hier. Und damit müssen wir es jetzt irgendwie durchbringen. Vielleicht auf Konter setzen. Wie auch immer. Also von daher, das ist schon mal eine gute Ausgangssituation, die Halbzeitführung hier. Auf wen greifen wir dann jetzt zurück? Jojo Eggestein ist noch mit der Frischeste dort. Dementsprechend würde ich tatsächlich Rodrigo rausnehmen. Gottschling mit einer 74, das ist nicht gut. Können wir Moukoko da vielleicht auch einfach hinbringen? Mit einer 77, genau. Und dann bringen wir Arp vorne rein. Das ist, denke ich mal, für den ersten Wechsel okay. Ich habe es gewusst, jetzt bringt den Sieg nach Hause. Assistent rein. Und dann wird das eine ziemlich interessante zweite Halbzeit. Itta mit der gelben. Arp mit dem 2:0 Vorlage von Moukoko. Aber Moussa Dembélé, Doppelpack für Lyon, 2:2 hier in der 62. Und damit gibt das hier vielleicht sogar eine Verlängerung. Jetzt müssen wir die Wechsel natürlich schon auch darauf ein bisschen ausrichten. Itta ist komplett am Ende. Wir bringen Tyler Adams dafür. Das ist noch völlig okay. Aber dann auch Fünger. Wir bringen Albrecht dafür, weil Albrecht hat auch die Frische. Können wir möglichst früh darauf zurückgreifen. Doppelwechsel hier in der 70. jetzt bei Werder Bremen. Die letzten 20 Minuten, wenn es denn keine Verlängerung gibt. Lyon zieht direkt nach mit den Wechseln. Ab mit der Führung. Und jetzt müssen wir es einfach nur durchbringen. Koopmeiners schießt das 4:2. Lyon am Boden. Und wir haben die Europa League gewonnen. Was ein Ding. Heute dieser Titel in der Folge. Wieder mal die Europa League nach 50 Folgen oder was auch immer das jetzt waren. Was ein Triumph heute, dass wir diese Saison, ja, Helden der Arbeit, kann man nichts anderes zu sagen, dass wir diese Saison dann zumindest mit dem Europa League-Titel zu Ende bringen, vollenden, wie auch immer. Neuer Manager-Level, das ist das, was mich am Ende am wenigsten interessiert. Ja, es war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ich dachte ja schon, dass wir den Titel ein bisschen greifen könnten. Aber Bayern ist einfach die Macht, die haben eine 950 fast und wir haben eine 910 und das ist ja einfach schon richtig stark eigentlich. Also das wird auch in Zukunft nicht einfach werden. Wir werden das Let's Play fortsetzen, das habe ich ja so in die Abstimmung gegeben und damit gehen wir weiter auf Titeljagd, wir haben den ersten jetzt eingefahren. Warum auch immer ich nur Europa League Titel gewinnen kann im Let's Play, ich weiß es nicht, aber da haben wir den Triumph von uns allen. Die Transfers, die ihr vorgeschlagen habt, die ja teilweise sind, Tyler Adams aus dem Livestream noch als neueste Verpflichtung. Und auch hier, ihr seht, die haben alle ihren Platz eingenommen, um den Europa League Titel für uns zu holen. Und damit hoffe ich, dass wir in der nächsten Saison irgendwann mal Bayern zu Fall bringen können. Mehr als nur so ein 1:0 irgendwie in der Liga. Klar, der Saisonstart, der war sehr schlecht, da hätten wir locker 10 Punkte mehr rausholen können aus den ersten Spielen. Dann würden wir jetzt 76 haben, dann wären wir direkt hinter Bayern. Also da, klar, da kann man nichts zu sagen. Da liegt noch eine Menge Potenzial drin. Aber auch dann diese Niederlagenserie da, 3 hintereinander, die wir vor 2 Folgen, glaube ich, hatten. Wenn wir uns das sparen, dann sind wir in der Bundesliga deutlich besser dran. Aber klar, jetzt haben wir auch wieder den härteren Wettbewerb mit der Champions League. Das hat uns ja nicht gepasst. Dadurch ist ja diese Niederlagenserie überhaupt erst zum Beginn der Saison zustande gekommen. Aber gut, dann bedanke ich mich mal auf jeden Fall dafür, dass ihr in dieser Saison dabei wart. Talent erhöht, nochmal bei Moukoko, warum auch nicht, ein Marktwert von 80 Millionen. Eine 84. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Ach, neuer Manager-Level kommt auch noch dazu. Level 9 nun also. Ja, Siegprämie, 3 Millionen, okay. Darum geht es aber eher weniger. Wir haben endlich mal einen Titel geholt in FM20 mit Werder. Und nächste Saison geht's dann weiter. Die nächste Folge wird ein kleines Statistikvideo. Wir schauen uns mal so an, was in den letzten Folgen so passiert ist von dieser Saison. Und nochmal so ein bisschen verwalten auch Transfers. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Transfers tätigen wollen. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Meine Aufnahmesession ist jetzt durch. Deswegen, ja, verlängern wir mit Friedel und so. Das könnt ihr alle schreiben. Ich werde mir dann auch eure Kommentare der letzten Folgen alle reinziehen. Die nächste Folge wird dann so das Ende dieser Saison. Der ganz junge Anfang der nächsten Saison vielleicht. So ein bisschen die Übergangsphase halt. Und auch Herele, was wir damit machen, könnt ihr dann gerne reinschreiben. Bis dahin und ciao.